Also wir haben schon viel KI in unterschiedlichen Bereichen des Produktlebenszyklus. Ein Beispiel ist das Thema Wartung und Instandhaltung. Hier haben wir Sensoren und KI-Algorithmen im Einsatz, die zum Beispiel den Zustand von Zügen oder auch aus der Infrastruktur analysieren und dann zusammen mit dem Menschen, mit dem Wartungstechniker auch optimale Instandhaltungsstrategien erarbeiten, was dazu führt, dass die Verfügbarkeit der Züge und des Verkehrs somit auch erhöht werden kann und so der Passagier ein optimales Erlebnis bekommt. Es gibt noch sehr viel Potenzial in den Bereichen, wo die KI auch Entscheidungen trifft, ohne den Menschen. Also da geht es um Automatisierung, um hochautomatisierte Lösungen, auch bei der Instandhaltung, wenn der Mensch dann nicht mehr nötig ist und die KI selbst optimieren kann. Und natürlich auch in der Schienenindustrie arbeiten wir auch am fahrerlosen Fahren. Dieses können wir bisher noch nicht auf die Straße bringen oder auf die Schiene bringen, Aspekten, die liegen halt in dem Bereich Sicherheit. Die Schienenindustrie hat einen sehr hohen Anspruch an Sicherheit und wir arbeiten daran, dass diese hochkomplexen Anwendungsfälle mit einer KI auch sicherheitsabgesichert werden können. Automatisierung ist erstrebenswert, weil Automatisierung den Verkehr flexibler, sicherer, grüner machen kann. Bei der Entwicklung von hochautomatisierten Lösungen muss man allerdings einen Blick darauf werfen, dass Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihren Bedürfnissen, wie zum Beispiel Datenkonformität, Sicherheit und Autonomie des Individuums auch gerechtfertigt sind. Und insofern gilt es bei der Entwicklung der Technologie auch ständig zu überprüfen, orientiert man sich auch an den Werten der Gesellschaft. Und dafür gibt es Normen, oder es ist wünschenswert, dass diese eine gute Orientierung geben bei der Entwicklung von solchen Produkten.